Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Engage. Ja, Leute. Ja, Second Anniversary Time. Was haben wir uns auf diese Woche gefreut? Ja, wurde ja so manches spekuliert, was Kongregate uns da bescheren könnte. Sollte ja ein Special Event kommen für die Woche. Ich habe von vornherein gesagt, hey Leute, das ist Kong. Erwartet bitte nicht zu viel. Ja, dann schauen wir doch einfach mal ganz kurz da rein, was Kong sich da hat einfallen lassen. Also hier gibt's eine Second Anniversary Challenge. Können wir gerade mal. Also, machen wir mal einen Kampf hier. This is the worst Boy-Girl-Party ever. Ja, das ist, glaube ich, wirklich die schlechteste Party ever. Und dann, ja, gucken wir mal, was macht die denn da oben? Ich spiele jetzt einfach mal einen Roger. Oh, ah, komm. Skippen wir einfach weg. Was soll man da großartig machen? Eine Linda kommt auch noch. Juhu. Skippen wir uns mal ganz kurz durch. Fast Skip Browns kennt ihr vielleicht noch von früher. So, dann gehen wir hier drauf und dann machen wir wieder einen Skip. Und dann machen wir gleich nochmal einen Skip. Dann gucken wir uns gleich mal an, was es denn da überhaupt zu gewinnen gibt. Ein kleines Geschenk von Kong zu ihrem zweiten Geburtstag gab es ja auch. Ich meine, um Gottes Willen, ich liebe das Spiel. 2 Jahre sind es jetzt schon her. Wahnsinn, seitdem wir damit angefangen haben. Aber wir sind wirklich. Sorry, Kong, ihr seid echt geizig. Ohne Mist. Also, weil. Oh, naja, gut. Schauen wir mal. Also. Noch 4 Stück. Einfach mal zack, 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 zack. Und dann kommen wir gleich zum Wesentlichen. Jo. Ich meine, okay, ich habe mir noch gedacht, okay, es ist jetzt eine neue Challenge draußen. Und vielleicht. Vielleicht ist da ja irgendwas Cooles zu gewinnen da. Ja. Lasst euch einfach überraschen, Leute. Lasst euch einfach überraschen. Bam, 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 bam. So schnell geht das. Einfach da oben auf Skip. Bam, 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 bam. Und dann sind wir auch schon durch mit den 8 Challenges, also beziehungsweise mit den 8 Kämpfen bei dieser Challenge, die ersten 8. So, jetzt kommt's. Jetzt, Leute, jetzt kommt's. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Weil jetzt wird's richtig, jetzt wird's richtig, richtig krank. Richtig krank. Richtig, richtig krank. Also erstmal gucken wir hier in den Rang rein. 49 haben manche da jetzt momentan. Okay. Okay. Warhammer. Okay. So. Jetzt gehen wir in die Rewards. Juhu. Also. Und hier knallt's gewaltig. Sensationell. 10 Legis. Also nicht 10 Legis, 10 Legi Stones. 500 von diesen Greater Epic Stones, 500 Wonder Warf Münzen. Ja, wenn jetzt jemand denkt, da oben wird das jetzt gleich besser, ja? Also 25, 50, 75, 100, 150. Das ist halt, das ist ein ganz normaler Standard. Ja, also hier gibt es auch keine Special-Karte oder sowas. Irgendwas. Komm, ihr Leute, ihr hättet euch doch irgendwas einfallen lassen können. Irgendeine besondere Karte, was weiß ich, ist euer zweiter Jahresgeburtstag.
Juhu, da oben für Platz 2, 3 und so vor. Weiter gibt es noch ein paar Mythic Stones. Wisst ihr, was ich dazu echt sage? Ja, ganz ehrlich. Für mich ist es das hier. Ja, juhu. Habe ich mich riesig gefreut über diese Challenge. Juhu. Da habt ihr euch richtig, richtig ins Zeug gelegt, habt euch richtig was einfallen lassen. Sensationell. Sehr kreativ. Okay. Aber Kong hat uns auch noch ein kleines Geschenk gemacht. Und da muss ich sagen, was ist denn da los? Oh, da ist noch was mit hinzugekommen. Jacking on, Battleground Effekt. Ah, ja, dazu mache ich ja nochmal ein separates Video. Da, Happy Anniversary. 200 Gems. Gut, das ist das Einzige, worauf ich mich gottverdammt nochmal wirklich freue, Leute. Das Card Inventory Upgrade. Das wäre nämlich jetzt richtig teuer bei mir. Ich jetzt, was weiß ich, über 1000 Gems, also jetzt nochmal 500 Gems und dann nochmal irgendwas dafür bezahlen müssen. Das ist das Einzige, worauf ich mich freue, weil so langsam aber sicher, mit den vielen Legis und so weiter, wird es dann doch ein bisschen eng. Aber Kong, auch hier, habt ihr mal drüber nachgedacht, wenn jetzt da nochmal 100 Karten mehr in dem Card Inventory sind. Und wenn man die mal recyceln will, die Commons zum Beispiel, wenn man ein großes Pack-Opening macht. So ab ungefähr 120 Karten stürzt fast das Spiel ab. Jetzt stelle ich mir vor, ich kann nicht nur 120 davon recyceln, sondern über 200. Ja. Der Herr Sofort und ich, wir saßen schon hier und haben die Karten teilweise einzeln reingezogen, weil es im 200er Bundle nicht ging. Aber gut, genug gemeckert. Trotz allem, darüber freue ich mich riesig und bedanke mich auch bei euch. Also Card Inventory Upgrade ist für mich das Geilste an diesem ganzen Ding hier. Das einzig Geile. Und das holen wir uns jetzt auch mal ab. So. Jetzt habe ich zwei Super Epic Packs mit hinzubekommen, oder was? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Na komm, dann. Nee, die mache ich in einem separaten Video auf. Da machen wir mal wieder ein Pack-Opening, gerade zu den neuen Addicted-Karten und so weiter. Will ich ja sowieso machen. Ja, das Card Inventory. Müssten dann jetzt, ja. Wie viele? 500 Karten kann ich jetzt. Juhu, und jetzt stelle. Wow, ich mir jetzt vorstelle. Das kann heftig werden. Also dann arbeitet an eurer Recycle-Routine. Congregate, weil sonst gibt das eine Katastrophe. Ansonsten, jo, das war's jetzt hier schon von diesem Anniversary Update. Das Event. Ich blende es nochmal ein, weil es ist nicht wirklich prickelnd. So, und da kommt er nochmal. Bam. So. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Naja, was heißt enttäuscht? Enttäuscht kann ich nicht sagen, weil ich habe sowieso nicht viel mehr erwartet. Ich bin jetzt 2 Jahre hier mit dabei. Und ich kenne das jetzt nicht anders. Ja, es wäre jetzt echt eine Überraschung gewesen, wenn jetzt der Oberhammer dabei rausgekommen wäre. Manche haben gedacht, naja, vielleicht gibt es ja so eine Art Swole Club oder so. Ja, das wäre geil gewesen. Ein Swole Club zwischendrin, ja. Aber wieder nichts gewesen. Das war ein Griff ins Klo. Na gut, also, ja. Freut euch über das zweite Jahr. Schauen wir mal, ob Congregate im dritten Jahr dann sich noch irgendwas Besseres einfallen lässt. Dit war nix. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann schreibt mal was in die Kommentare. Abonniert den Kanal.
Läute die Glocke für News, Benachrichtigungen, wenn neue Videos von uns da sind. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rollout mit mir, dem Herrn Gleich. Ich möchte jetzt in den nächsten Tagen mehrere Videos, da kommen Pack-Openings jetzt wieder, da kommen die Rumble-Videos, da kommen Siege-Videos und so weiter. Wird jetzt einiges kommen die nächsten Tage, dann wollen wir wenigstens hier von sofort und gleich euch für das zweite Kong-Jahr zum neuen Start quasi wenigstens mal was Gutes tun. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schaltet wieder ein. Ne? Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.